Das letzte Level. So, hier ist das Gimmick, dass wir relativ wenig Zeit haben. Da oben ein Yoshi auf uns wartet, den ich aber von dir eh nicht kriegen kann. Deswegen, ich habe nie verstanden, warum da ein Yoshi ist. Wenn ich keinen Fliegen habe, kriege ich den auch nicht. Und jetzt steht er da. So, auf jeden Fall mit diesem Yoshi könnte ich... Ach so, oh, jetzt habe ich verstanden. Moment. Mein langsames Gehirn fängt an zu schalten. Natürlich, er kommt hier runter. Auf jeden Fall, oh, das hat sogar eine grafische Anzeige. Das war im Original nicht. Wir kriegen halt Bonuszeit für die grünen Äpfel. Oh, ich hätte jetzt mehr Power-Ups haben können, wenn ich auf Select gedrückt hätte. Auf jeden Fall, wir fangen mit 200 Sekunden an. Ist jetzt halt nicht so viel im Vergleich zu anderen Leveln. Aber dafür gibt es halt diese grünen Äpfel, die Yoshi essen kann. Und die schenken uns mal 20 Bonussekunden jeweils. Wow, okay. Das war's. Schade, Yoshi. Au, fuck. Jetzt müssen wir mit der Zeit, die wir haben, klarkommen. Oh, es wird schon gehen. Kommt auch mit den normalen 200 Sekunden hier durch, wenn man ein bisschen zügiger spielt. Du pfeifst hier niemanden. Zu spät. Hat schon die ganzen Koopas hier beschworen. Okay, ich suche noch zwei... Ey, Mann, hat der mich verarscht gerade. So, noch zwei Münzen hier. Oh, danke schön. Dann nicht. Gib. Ging's hier irgendwo rein? Moment, ging's nicht in eine Röhre hier sogar rein? Nicht? Okay, wie seht, jetzt haben wir den Haufen hier. Okay, ich werde euch jetzt alle nacheinander töten. Boom, Double Kill. Und hier war's das. You are a super player. Okay. Stellt euch mal vor, am Ende kommt wirklich einfach eine fette Beleidigung von Nintendo. Yes. Cool. Oh, yeah. Oh, Mann. Wie cool ist das denn, das... Kenne ich ja noch nicht mal. Und das Lied ist sogar neu. Dicke Yoshi-Coin. Yoshi freut sich. Du kannst sie noch nicht essen, der doofe Yoshi. Er kann sie essen. Oh, wie schön. Perfekt. Also Yoshi-Coin wurde zu Peach-Coin. Stimmt, irgendwas war doch mit Peach-Coin in diesem Spiel. Okay, wir sind im Heißluftballon. Ah ja, oh, das hat jetzt auch eine Cutscene. Also, Luigi ist schuld an der ganzen Sache. Er kickt Fake-Mario-Köpfe raus. Mario und Luigi haben alle Ausgänge gefunden. Fantastisch. Lernen jetzt ein ganz anderes Dinosaurierland kennen. Im Klartext. Schöne Musik. Die Koopas sehen jetzt nicht mehr so aus, sondern so. Weil die jetzt alle Fake-Mario-Köpfe haben. Cool, dass uns das nochmal erklärt wird. Weil sonst im normalen Spiel ist das einfach da auf einmal. Aber Luigi ist schuld daran. Okay, kick die Dinger. Tag. Peach ist immer noch nicht gerettet. Ich weiß nicht, ob Peach in der Cutscene auch dabei wäre, wenn wir jetzt die schon gerettet hätten. Congratulations. Press Start. Okay. Oh, da wäre jetzt noch ein cooles Lied gewesen. Ich habe es einfach geskippt. Naja. So, wir können hier rein und sind wieder zurück zu Hause. Und jetzt sieht hier alles anders aus. So, Peach muss auch noch gerettet werden. Und wir haben ein dickes... Eine dicke Medaille. Ich gehe mal kurz nochmal in Level 1 rein, weil ich meine, jetzt gibt es nicht jetzt irgendwie Peach-Coins zu sammeln oder sowas. Jetzt sind es Peach-Coins. Seht ihr? Keine Yoshi-Coins mehr. So, aber das macht doch sonst keinen Unterschied, oder? Ich muss das mal testen jetzt, weil ich weiß das halt selber nicht. So, die sind ja auch soweit in denselben Positionen versteckt. Ob ich jetzt nicht die auch nochmal alle sammeln muss, aber es wäre echt doof, wenn man ja von vornherein sowieso... Also... Jetzt, dass die nirgendwo anders versteckt sind oder sowas. Das würde ja gar nicht mal was Neues dazugeben. So einfach nur, dass man das jetzt alles doppelt machen müsste.
Deswegen teste ich das mal schnell in Level 1 aus, was das damit auf sich hat, damit ich das überhaupt definieren kann und euch ja mit einweihen kann. So, jetzt haben wir alle 5. So wie sonst auch. Und jetzt ist hier eigentlich nichts verändert. So, ich gehe nochmal rein. Ist sie wieder da? Okay, die sind dann unendlich oft wieder da. So, Yoshi-Coins war immer so, auch in Super Mario World, dem Originalspiel. Wenn man alle 5 in einem Level hat, sind die weg. Nicht mehr zu sammeln. Außer man startet das Spiel neu. Dann, weil das ist ja auch noch das Ding. Das habe ich das überhaupt erwähnt, was überhaupt ein Kern ist, was es gerade ausmacht. In Super Mario World, wenn man speichert und ausmacht und anmacht, ist alles noch da. Naja, also der Fortschritt ist da. Aber Yoshi-Coins sind nicht mehr gesammelt. Das heißt, sie sind alle wieder normalen Levels. Und natürlich auch meine Leben sind nicht gespeichert. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht hier rein. Gehen wir mal wieder. Ich wollte irgendwie euch ein bisschen diese Welt zeigen, die jetzt so anders aussieht. Sie hat jetzt alles andere Farben. Und kurioserweise ist das mehr so das Spiel mit der Farbpalette, mit der ich aufgewachsen bin. Weil man hat es irgendwie einmal durchgespielt. Ich kann mich nicht mal dran erinnern, weil ich viel zu jung dafür war. Und erst danach so habe ich immer auf diesem Spielstand hier gezockt. Ich meine, klar kannte ich auch die andere Farbpalette, weil ich auch manchmal neue Spielstände gestartet habe, aber oft habe ich einfach auf dem normalen Spielstand gespielt und da sah die Welt immer so aus. Deswegen ist das für mich das gewöhnlichere Aussehen. Okay, gehen wir ins letzte Level, denn unsere letzte Challenge ist jetzt Peach befreien. Die fetten, also Yoshi-Coins, ich meine, die glänzen da richtig rechts, das meine ich. Haben wir alles, nur noch das fehlt uns. Yes, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob... Okay, welche Türen nehmen wir denn immer? Ich weiß nicht, ob die Cutscenes anders gewesen wären, wenn wir jetzt schon vorher Peach gerettet hätten. So, ich versuche jetzt einfach die zu nehmen, die ich am seltensten nehme, so die Türen. Normalerweise, sonst gehe ich immer in 2 und 5 rein, weil es einfach die schnellsten sind. Scheiße, ich bin ja gar nicht mal so gut. Okay, wir haben es ja irgendwie rausgeschafft. Ist das... Na, hier kann man durchstehen, okay. Nehmen wir die, was hatten wir, die 3 und die 6 einfach mal. Ich glaube, 6 ist eine Unterwasser-Section oder was, die 7? Ne, es war die 6, okay. Keine Spur von einem Item. Ah, da haben wir was. Okay, wow. Du hältst mich hier nicht auf. Ah. Alles gut, jetzt müssen wir hier nur warten. Sonst ist alles gut. Also das Gimmick ist halt, ne, um das nochmal zu erklären, es gibt halt 4 Türen und wir können uns eine aussuchen, wo wir lang wollen. Und danach gibt es halt nochmal 4 Türen. Das war jetzt scheiße, da hätte ich gar nicht mehr ausweichen können. Der kommt jetzt vor allem nochmal, ne? Ja, gerade noch so. Gerade noch so. Gehen wir. So, und dann kommen wir zum letzten Teil dieses Levels. Da kommen wir am Ende immer hin. Machen ein bisschen Licht. Wobei, in der Game Advance-Fassung macht das echt kaum einen Unterschied. Hier ist es richtig hell für, dafür, dass es dunkel sein soll. In Super Mario World, und also wenn ich mal Mario World sage, dann meine ich auch eigentlich das Originalspiel damit. Das ist schon dunkel. Also man erkennt zwar alles noch, aber dunkler. Und hier ist dies, was jetzt dunkler durchgehen soll, echt kaum dunkler. So, let's go. Final Boss. Das ist die Final Boss Musik, okay. Ein Game Boy Advance Soundchip. Haben wir kein Ersatz-Item? Normalerweise sollte in der Leiste mal ein Ersatz-Item sein. Ich hab. Nee, ich hab gar. Doch, ich habe eins, okay. Ach, unsere Leiste ist jetzt wieder da. Okay. Weil im normalen Spiel war hier keine Leiste mehr. Das Einzige, was in der Leiste noch da war, war mein Ersatz-Item. So, aber der. Die Musik klingt richtig scheiße. Muss ich leider sagen. Das hier klingt eigentlich noch ganz normal. Okay, ich kann mal auch das, aber jetzt ist hier leider dieses Ding davor. Sonst war einfach nur Standbild, wenn ich auf Pause drücke. Tag. Peach sieht anders aus. Der Soundchip ist echt, das klingt scheiße, muss ich wirklich sagen. Die Noten sind total anders.
Das ist viel zu hoch zum Beispiel. Dum, dum. Das ist viel zu hoch. Das klingt nicht gut. Und auch sonst. Also das Lied klingt echt beschissen in dieser Version, muss man leider sagen. Also manche Sachen haben die ganz gut übernommen, so, dass es einigermaßen klingt. Manche Sachen, scheiße. Die Overworld-Musik von Bowser's Welt klingt scheiße, weil das klingt einfach nach Furzmusik. Und das ist wirklich Furzmusik. Ich versuche nicht Kaka-Pipi-Humor irgendwie einfließen zu lassen. Und dieses Lied, das klingt auch zum Kotzen. Leider. Das ist eigentlich auch mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ich meine, die haben es halt versucht, ne, Nintendo. Und in manchen Punkten das Spiel auch wirklich besser gemacht, als das Original sogar. Aber mit der Musik konnten die sich leider keinen Gefallen tun. So, letzte Form. Jetzt ist die Clownskutsche nämlich böse. Und hat keinen Bock mehr. Das sieht man an diesem Plus an seinem Kopf. Jetzt Anime Plus. Wenn jemand sauer ist. Tada! Geh bitte. Normalerweise tut das weh. Ach, ich kann mich auch noch... Okay, bis hier kann ich mich bewegen. Da ist Peach. Die sieht ein bisschen anders aus. Also mehr so die Farben. Auch so wie sie heute aussieht. Und Drumroll. Boah, geht das jetzt so weit runter? Okay, im normalen Spiel gibt's das gar nicht, weil hier endet das Spiel dann einfach. Also, dann kommen dann die Credits, die jetzt auch kommen werden. Aber dann muss man die Konsole resetten, dann ist das scheißegal mit dem Punkt. Hier wird das wahrscheinlich anders sein. Das war Marios und Luigis Abenteuer. Nur Mario ist da. Mario, Luigi, Peach, Yoshi und all seine Freunde nehmen Urlaub. Schön. Kurioserweise ist es im Originalspiel auch... Oder? Nee, ich glaube, Luigi kommt gar nicht... Auch hier nicht vor. Ich würde sagen, eigentlich wird der da hier doch wieder erwähnt, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist echt so... Luigi haben in diesem Spiel so mehr so versucht, ein bisschen mehr in die Story einzubinden. Ja, wirklich. Er ist nämlich auch dabei. Er darf ganz hinten stehen. So. Peach sieht anders aus. Luigi ist jetzt auch dabei und die Eier haben alle verschiedene Farben. Sonst waren die alle gelb. Und das sind diese ganzen lustigen Menschen, die für das Spiel verantwortlich sind. Ja, das war's dann wohl hiermit. Es sei denn, es kommt jetzt noch eine größte Überraschung, von der ich jetzt gar nicht ausgehe. Das ist der Game Boy Advance Port von Super Mario World. Und wahrscheinlich jetzt auch das letzte Mal, dass ich ein Let's Play von Super Mario World gemacht habe. Wir haben ja das Original-Let's Play, dann haben wir einmal ein Randomizer-Let's Play und jetzt das hier. Und ich glaube, dann wäre es es damit. Jetzt habe ich wirklich alle Mario World-Fassungen mal immer durch. Klar, ich meine, bei einem Randomizer... Ist das ein Grafikfehler? Moment, die Wolken. Soll das so? Das sieht nicht gewollt aus, das sieht... Okay, interessant. Sieht komisch aus. Ja, ist sehr cool, ich hab's ja schon gesagt, es hat Nachteile, es hat Vorteile. Ich finde es aber, Nachteil ist die Musik und die Farben und vielleicht die Bildschirmgröße, die ein bisschen eingegrenzt ist. Scheiße, halt die Klapperstuhl. Das sind die Nachteile. Vorteile sind ja wirklich diese Gimmicks, die ich so genannt habe. Das mit den Yoshis, dass sie bunt sind und überspawnen können, dass man Yoshi schieben kann, dass Mario hinterm Ziel auf Yoshi draufspringen kann. Gewisse Leveländerungen und vor allem das Yoshi-Coin-System. Finde ich total super. Es bringt uns eigentlich nichts. Wir haben jetzt keine extra Levels damit freigeschaltet anscheinend oder sonstiges. Also man sammelt die einfach wirklich nur, um sie zu sammeln. Aber selbst das, okay. So, selbst wenn wir keine große Belohnung kriegen. Außer eine Cutscene. Wir haben eine Cutscene bekommen. So, aber selbst für die Kleinigkeit macht es schon mal Spaß, das Spiel nochmal zu spielen. Und wenn man nochmal dieses Let's Play vergleicht. Übrigens, tada, alle befreit. Mit meinem normalen Super Mario World Let's Play. Hier haben wir viel mehr Zeit reingesteckt. Das wird auch wahrscheinlich viel mehr Parts haben. Einfach, weil es länger dauert. Oh, guck mal, Paragumba. Jetzt sehen die Sachen ganz... Paragumba sieht anders aus. Zeig mal, jetzt haben die auch alle die deutschen Namen. Football Chuck. Super Koopa, Flora Piranha. Also jetzt sind wir halt die neuen Gegner, die jetzt alle geändert sind, weil wir die Welt betreten. Also weil wir die Welt einmal durchgespielt haben. Kugelwillis sind jetzt auch keine Kugelwillis. Pokies sind jetzt das? Das ist auch neu. Aber dass man Kugelwillis, dass die Vögel werden, das kennt man. Also wir haben es ja halt jetzt alle gar nicht mehr in Aktion gesehen. Weil ich ja, nachdem wir die Special World freigespielt haben, durchgespielt haben, direkt zu Bowser gegangen sind. Ja, aber was ich sagen wollte, wir haben viel mehr Zeit jetzt hier reingesteckt, einfach durch das Sammeln der Yoshi-Coins und selbst wenn es sowas Banales ist, es hat halt mehr Spielinhalt reingebracht, für mich.
dass wir jetzt einfach länger dran gesessen haben, also was ich jetzt als Vorteil halt sehe, ne? So einfach, weil wir mehr vom Spiel so gesehen hatten, um das durchzuspielen. Finde ich gut. Hat auch Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, sich auf die Sachen zu fokussieren, an denen man normalerweise einfach vorbeigeht. So Yoshi-Coins, scheiß drauf, ne? Aber diesmal muss man ein bisschen anders denken. Das hat auch die Challenge ein bisschen erhöht. Hat Spaß gemacht. Buu-Babys. Ihr wollt sagen, dass das alles Babys sind, diese Buhus? Das glaube ich nicht. Das ist doch eine Lüge. Aber das mit dem Poké war interessant, dass jetzt so ein, naja, Razor-Ding geworden ist praktisch. Das kannte ich gar nicht. Der ist normalerweise immer so geblieben, wie der war. Okay, die ganzen Schlossleute. Restnor. Hier ist die Musik kurz irgendwie brutal. Und die Robo-Coopers, es ist nicht mehr weit. Der eine sieht auch ein bisschen kaputt aus, der rechte. Der rechte hat auch einen Grafikfehler, habt ihr es gesehen? Der rechte hat auch... Es gibt Grafikfehler, interessanterweise, bei den Credits. Das sind die Cooperlings, die ein bisschen anders Farben hatten. Oh, neues Endbildschirm, wie schön. Der Endbildschirm ist neu. Die sehen echt cool aus, Mario und Luigi und Peach. Oh, schön, ein Foto natürlich. Cool, sehr hübsch. Und wir landen wieder hier. Also im normalen Spiel ist hier Ende, man muss die Konsole resetten. Wie sieht das jetzt aus? Clear. Ach, guck mal, Peach ist gerettet und sie ist glücklich. Und unsere Zeit ist jetzt stehen geblieben? 2 Stunden 44, 23, kann das sein? Dass es jetzt nicht mehr weiterläuft? Nein, ich will es jetzt auch gar nicht ausprobieren. Ich glaube es jetzt einfach mal so. Sternwelt, alles bunt durch. Guck mal, die Dinger leuchten auch. Wir haben es wirklich zu 100% durch und das sagt mir das Spiel auch. Das ist ein schönes Gefühl. Ich dachte jetzt gerade kurz nicht geleuchtet. Nein, alles super, alles durchgespielt. Da freut man sich doch. Dann können wir rausgehen. Moment, ist jetzt nicht eine neue Cutscene? Da, Moment. Ich... Nochmal das Ganze. Weil jetzt ist auch diese Welt hier, sie seht ihr, anders. Ich würde jetzt ungern das verpassen. Ich glaube, Moment, wir gucken uns mal die Cutscene an. Die Opening Cutscene. So, jetzt sind wir wieder alle... Alles wie vorher. Ich meine überhaupt, dass es Cutscenes gibt, das ist ja auch nochmal ein cooles Feature, das gab es ja auch nicht. Habe ich ja schon oft gesagt, aber auch nochmal zum positiven Sachen für dieses Spiel nochmal dazu anmerken. Und ja, ich habe oft die Game Boy Advance Version schlecht geredet, weil ich gesagt habe, warum die im Gegensatz zum normalen... Guck mal, die Koopas, die Goombas, meine ich, sind neu, die sehen auch voll cool aus. Aber es hat halt seine Vorzüge, Vor- und Nachteile. Ich meine, klar, wird mir das Original wahrscheinlich immer noch besser gefallen, weil... Allein schon wegen dem Soundtrack. Aber, guck mal, ah, guck mal, das ist neu. Seht ihr, Peach ist jetzt nicht mehr weg, sondern auf den Yoshis unterwegs. Und die Musik ist auch voll freundlich jetzt und nicht mehr so traurig, weil Peach entführt wurde. Wie schön. Tada, ein Happy Ending. Also ist gleichzeitig der Anfang, das Ende irgendwie. Sehr interessant. Okay, Deutsch. Extra. Okay, jetzt steht hier extra. Aber wie man auch sieht, 3 Sterne. Wahrscheinlich gibt es auch nur 3. Und aus irgendeinem Grund steht jetzt hier extra. Weiß nicht, warum hier extra steht. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendwas gibt, was ich hier machen kann. Falls es doch so sein sollte, werde ich natürlich hier zurückkommen. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's mit diesem Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und konntet das genießen. Und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, einfach mal das Spiel so in dieser Form zu spielen. Warum steht unten links Nintendo 1983 bis 2002? Ich dachte, die würden eher 1990 schreiben. Nee, okay, ich verstehe. Wegen dem hier, weil das hier 83 rauskam. Ich glaube, hier müsste nochmal 1990 stehen. Okay, gut, alles richtig. Und das hier... Ich gehe nochmal kurz rein, ihr kennt das schon. Es ist das halt. Das Lustige ist und das Interessante ist, hier haben wir den Super Mario Bros. 2 Mario wieder. Nicht den Super Mario World Mario. Das heißt, er ist so, wie der sich in dem Spiel steuert, auch mit der gleichen Engine. Auch mit dem Ding. Also das ist Mario Bros. 2. Das heißt, sie haben wirklich in einem Spiel 2 verschiedene Marios praktisch reingebaut mit der Engine. Ich meine, klar, in Mario All-Stars gab es 3. Und wenn man Mario All-Stars plus Super Mario World hat, was gab es auch, da hat man sogar den Mario Bros. 1, den Mario Bros. 2, den Mario Bros. 3 und den Mario World Mario. Keine besondere Sache, aber interessant. Ich weiß nicht, vielleicht
ob das möglich wäre, das Spiel so zu hacken, dass man den Marvel vs. 2 Mario hier drin spielen könnte? Man weiß es gar nicht. Ich meine, wenn man sich mal die E-Reader-Dings aus Marvel Bros. 3 durchguckt, ob man den Marvel Bros. 3 Mario und gleichzeitig Interaktionen mit den anderen Mario spielen. Dass Mario Kraut ziehen kann wie Mario Bros. 2, dass Mario ein Cape haben kann wie Mario World und sowas. Das haben wir ja schon gespielt. Naja, wie auch immer, das war's jetzt. Ich habe mich jetzt nochmal hier rumgeredet. Wund geredet. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt irgendwo anders wieder. Also, bis dahin und haut rein.